So, hallo und herzlich willkommen im Wald beim Grillplatz Ben, der hier so ein bisschen vor sich hingezündelt hat, nur so zum Spaß. Aber jetzt möchte er noch mal ein bisschen was erzählen nebenbei. Also für mich nebenbei, für euch natürlich als Hauptsache. Ja, wir sprechen heute mal über digitale Helferlein im Forstalltag, wenn es zu einem Unglück kommt. Ich fand das nämlich eigentlich ganz spannend, was für Möglichkeiten man denn heutzutage hat an entlegenen Orten. Das ist nämlich der Knackpunkt. Quasi mittels digitalen Möglichkeiten, um Hilfe zu rufen, um sich dann an entlegenen Orten hoffentlich erfolgreich retten zu lassen, sofern das nötig sein soll. Betonung auf forstliche Helferlein. Es geht jetzt also nicht primär darum, was der Wanderer mitschleppen kann, um sich im Fall eines Notfalls sofort retten zu lassen, wenn er beim Wandern seine Kräfte überschätzt hat oder sowas in die Richtung. Teilweise gibt es da allerdings Überschneidungen. Ja, und zu diesem Thema gibt es einen wunderbaren Artikel in der AFZ, und zwar der AFZ 22 von 22, also 2022. Und besagter Artikel ist von Frau Marie Fuchs. Die hat nämlich ein Projekt an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg mitgearbeitet, steht hier, wo es um Waldwirtschaft 4.0 geht, also tatsächlich Hightech-Lösungen eben für die Waldwirtschaft. Und unter anderem hat sie dann mal untersucht, wie man denn in super abgelegenen Tälern, und da findet eben auch Forstwirtschaft statt, und das ist der Knackpunkt, möglicherweise Kontakt mit Rettungskräften aufnehmen könnte, falls dann in so einem Tal mal was Schlimmes passieren sollte. Ja, und finde ich hochgradig interessant, was für alle Methoden sie ihr da so eingefallen sind und was sie da zum Teil auch Tolles ausprobiert hat. Und da dachte ich, können wir ja mal im Rahmen eines Adventstürchens mal drüber reden, weil das ist mal was anderes, wirklich mal ganz was anderes, ein bisschen Technik im Wald zur Rettung von Menschenleben. Also durchaus ein guter Ansatzpunkt, finde ich. Genau. Bisher muss man sagen, die Ist-Situation, und daran ändert jetzt diese Forschung leider wenig, das ist ja immer noch so, dass die Ist-Situation tatsächlich so aussieht, dass wir eben in Deutschland, und da wird sich in absehbarer Zeit auch nichts dran ändern, und auch in Österreich und auch in der Schweiz, Täler haben werden, die so schmal eingeschnitten, abgelegen oder sonst irgendwie unzugänglich sind, in denen trotzdem Forstwirtschaft stattfindet und die erstmal keinen Handyempfang haben. Ja, und jetzt ein extra Handymast in so ein Tal zu stellen, also abgesehen davon, dass der da nicht besonders weit sendet, beziehungsweise besonders weit Empfang sozusagen aufbaut, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das nur wegen der Forstwirtschaft, die da stattfindet, damit die Forstwirte sich eine Pizza bestellen können oder alternativ eben gerettet werden können im Notfall, damit sie im Notfall dann eben auch den Heli rufen können und solche Späße. Im Übrigen in irgendwelchen super abgelegenen Tälern, wo du kaum hinkommst, wo es keinen Handyempfang gibt und so weiter, da kommt tatsächlich der Heli. Da braucht man dann nicht denken, dass da jetzt noch irgendwie der Krankenwagen angefahren kommt, über Forststraßen, zum Teil eben auch nur geländetaugliche Fahrzeuge, befahrbare Forststraßen und so weiter und so fort. Also das aber gleich von vorne weg, da würde dann im Zweifelsfall wirklich unbedingt der Heli gebraucht werden, in, ich sage jetzt mal, 90% der Fälle, wo du halt eben sowieso keinen regulären Notruf absenden kannst. So, Ist-Zustand in solchen Situationen, und jeder von uns, der in irgendeinem Mittelgebirge wohnt, und kennt Ecken, wo es keinen Handyempfang gibt, vorzugsweise eben irgendwo unten im Tal, der kennt eben also auch die Situation, dass man, wenn man da jetzt in der Bredouille hockt, tatsächlich keine Möglichkeit hat, zumindest mit einem stinknormalen Handy, irgendeinen Notruf abzusetzen. So, und bisher war das im Forst einfach so, dass du, wenn du in so einer Situation warst, deswegen sollte man auch im besten Fall immer zu zweit arbeiten, was in der Praxis leider nicht immer möglich ist, aber im besten Fall sollte man das tun, beziehungsweise man sollte ermöglichen, dass die Forstwirte auch immer nur zu zweit arbeiten, als guter Forstbetriebsleiter, der da irgendwie die Möglichkeit dazu hat, einfach aus Arbeitsschutzgründen, damit da niemand unnötig ums Leben kommt nach einem schlimmen Unfall. Gut, und das bedeutet, der eine liegt da und stirbt. Forstunfälle sind immer heftig. Ja? Also, dass da einer da liegt und stirbt, ist leider mehr als realistisch. Wenn ein Unfall passiert, dann ist es entweder nur eine ganze Kleinigkeit, da braucht man ein Pflaster, oder
Es ist halt wirklich was ganz Gravierendes und da brauchst du den Heli. Ja? Und wie gesagt, bisher war es so, der Kollege rennt auf den nächsten Berg oder rennt an den nächsten Ort, an dem es Handyempfang gibt. Interessant ist dazu, da hatten wir auch mal irgendwann vor Jahren drüber gesprochen, es gibt ein Rettungspunktenetz im Wald. Das ist manchmal in sehr, sehr vorbildlichen Fällen auch für den normalen Waldbesucher ersichtlich, wo sich diese Rettungspunkte befinden. Die haben nämlich ein Schildchen, die sie als Rettungspunkt ausweisen. An diesen Rettungspunkten kann A, eben der Krankenwagen hinkommen, die Feuerwehr hinkommen, wer auch immer hinkommen, um da halt eben jemanden aus dem Weg, Wald rauszuholen. Und B, gibt es an diesen Rettungspunkten Handyempfang. Zumindest irgendein Netz, sodass man dann mittels Notruf irgendwen um Hilfe rufen kann. Wer sich damit gar nicht auskennt, ich habe mir sagen lassen und das nochmal recherchiert, wenn man diesen Notrufknopf drückt, den Smartphones im Regelfall haben, dann sucht sich das Handy das nächste bestverfügbarste Netz. Völlig egal, ob das eins ist, das das Handy normalerweise kann. Ja, man bezahlt ja normalerweise für ein Netz und das Netz hat man dann. Und wenn das Netz keinen Empfang hat, dann hat man halt keinen Empfang. Drückt man aber diesen Notrufknopf, dann kann es sein, dass irgendein anderes Netz Empfang hat und für einen Notruf darf dann auch auf ein anderes Netz zugegriffen werden. So sind also die Chancen, dass man wirklich einen Ort erwischt, an dem auch bei einem Notruf gar kein Handynetz verfügbar ist, relativ gering. Ja, sollte das aber trotzdem der Fall sein, dann ist natürlich schwierig. Und für solche Zwecke sind dann eben diese Rettungspunkte gedacht. A, eben zum Abtransport des Verletzten. B, um da eben hinzurennen, wenn man vorher wo war, wo kein Empfang war, um überhaupt einen Notruf absetzen zu können. Und wenn jetzt der Forstwirt, je nachdem, wo, in welchem kleinen abgelegenen Tal der hockt, keine Ahnung, einen Kilometer bis zum nächsten Rettungspunkt, das kann durchaus mal vorkommen, rennen muss oder selbst wenn er mit dem Auto fahren kann, bestenfalls, das dürfte häufig der Fall sein, dann ist das trotzdem sehr viel Zeit, die da verstreicht, die dann dem Schwerverletzten im Regelfall durchaus realistisch möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen könnte, um da rechtzeitig gerettet zu werden. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Forstwirtschaft immer noch einer der Berufe ist mit der höchsten Todesrate bei Ausübung des Berufs. Na, das ist immer noch so. Ja, Polizei ist da dann auch irgendwo mit dabei, weil es da ja auch hin und wieder mal einen Toten gibt. Dann Soldat noch möglicherweise, aber Soldat wird in der Statistik normalerweise nicht geführt, weil ja, wenn da tatsächlich Kriegszustände herrschen, dann wäre das ein bisschen unfair gegenüber allen anderen Berufen, weil da schon ein bisschen besondere Bedingungen herrschen. Ne? Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, das ist also hochproblematisch und die bisherige Lösung hoch unzuverlässig und unbefriedigend letzten Endes. Ja, aber jetzt extra um mal alle paar Jahrzehnte schlimmstenfalls in einem entlegenen Tal Forstwirtschaft zu betreiben, dafür extra ein Handymast aufzustellen, ist auch bescheuert. So. Und jetzt ist die Frage, wie können wir also mit technischen Helferlein möglicherweise diese Situation verbessern? Und eben die Frau Fuchs hat da eine schöne Liste in der AFZ publiziert, die uns da eben ein paar Dinge nennt, die dann da möglicherweise in Frage kommen könnten, um eben die Kommunikation im Notfall im Walde zu vereinfachen. Und das geht los mit stinknormalem Telefon, Mobilfunk sozusagen. Das ist Quatsch, ne? Das wissen wir ja jetzt schon, dass das im Grunde im Regelfall sehr häufig nicht funktionieren kann. Das sollte man natürlich vorher prüfen. Ist man in einer Situation für den Holzeinschlag zum Beispiel, wenn das eine längere mehrtägige Veranstaltung ist, so ein Holzeinschlag darf durchaus mal eine Woche dauern oder sowas oder vielleicht auch mal noch länger, je nachdem von der Größe, wo sich halt eben alle Beteiligten langfristig im Funkloch aufhalten. Ja, und wenn das wirklich lange der Fall ist, dann weiß man das vorher und dann muss man sich halt auch einen Rettungsplan überlegen. Im besten Fall wird das bei der Hiebsplanung auch berücksichtigt, dass man sich vorher überlegt, was wäre, wenn jetzt hier ein Unfall passiert, wo kann man sich dann da in Sicherheit bringen und so weiter und so fort, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer jeden Hiebsplanung. Gut, aber stinknormales Handy, also in diesem Fall Unsinn, können wir knicken. Ne? Das hat man dann geprüft, dass das eben keinen Empfang hätte, wenn man da in Not geraten würde. So, jetzt gibt es natürlich Satellitenkommunikationsgeräte, vorsichtig ausgedrückt. Da gibt es zum einen das Satellitentelefon, das ist sauteuer im Gebrauch, hat kostet auch eine gewisse Grundgebühr und so weiter. Wäre aber jetzt für einen Forstbetrieb natürlich finanziell kein Problem, sich ein, zwei Satellitentelefone anzuschaffen und die jeweils dann
dann rauszugeben, wenn man weiß, dass die Kollegen wo arbeiten, wo ein Satellitentelefon überhaupt sinnvoll sein kann. Blöd bei Satellitennavigation, Kommunikation, ist, dass im Walde bei dichtem Kronendach, also nehmen wir an, der Anfang der Holzerntemaßnahmen, ein Baum von mir aus gefällt und unterm ersten Baum liegt schon jemand drunter. Da ist dann der unzureichende Kontakt zum Satellit gegeben und möglicherweise kann Satellitenkommunikation im dichten Wald tatsächlich dann auch mal ausfallen. Da gibt es auch viele Fälle, wo man eben schon Leute ja gehört hat, die mit so einem Garmin InReach-Gedöns Mini versucht haben, eben um Hilfe zu funken, beziehungsweise um Hilfe Satelliten zu navigieren, zu kommunizieren, aber das eben nicht funktioniert hat, weil sie, also auch Wanderer, vor Wanderer ist so ein Garmin InReach Mini, glaube ich, immer noch so das State-of-the-Art-Produkt neben dem Spot. Das Bot kann quasi mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's nicht gut an Nachrichten nach draußen schicken, je nach Modell, ohne dass da eine Rückkommunikation stattfindet. Das ist also ein Nur-Senden-Gerät. Das heißt, es sagt immer, du sagst so lange, dass es dir gut geht, bis du eines Tages sagst, dass es dir nicht gut geht und dann kannst du hoffen, dass irgendjemand kommt und dich rausholt. Du weißt nicht, ob das Senden dieser Nachricht kommt und holt mich raus erfolgreich war. Du weißt nicht, wie lange das dauert. Du weißt nicht, wer kommt. Du hockst dann da auf Kohlen und musst jetzt möglicherweise lange warten, bis dann tatsächlich irgendjemand kommt. Ja, und wenn du dann beschließt, oh, da kommt vielleicht doch keiner, ich bringe mich mal lieber sicher Rettung bzw. in Sicherheit und lauf los und dann kommen die Retter an, dann bist du da gar nicht mehr. Also das ist sehr, sehr einschränkend, solche Satellitenkommunikationsgeräte. Und da wäre jetzt zum Beispiel das klassische Satellitentelefon besser, weil da telefoniert man, da kann man direkt Rückfragen stellen, das geht schnell, das ist instant sozusagen, sofort eine Verbindung zu den Rettungskräften da und man kann denen in aller Ausführlichkeit alles erklären, was für die Rettungskräfte möglicherweise wichtig sein könnte, wenn sie dann da jemanden retten sollen. Also so gesehen eine schöne Sache, aber nochmal, wie gesagt, die Dinger funktionieren nicht, in engen Tälern häufig nicht und unter dichtem Baumbestand und wenn beides in Kombination auftritt, dann sehr häufig nicht. Das ist also keine wirklich zuverlässige Methode und hängt auch vom Satellitenstand, wie sind die gerade im Orbit verteilt und so weiter ab, ob das mal klappen kann oder nicht. Ich hatte mal, zugegeben mit einem älteren GPS-Gerät, aber mal das Vergnügen, bestimmte Punkte im Wald GPS-technisch zu vermessen beziehungsweise einfach die Koordinaten abzunehmen und die in eine Karte zu übertragen. Und ganz häufig war das Problem, dass man die Koordinaten gar nicht bekommen hat, weil im dichtesten Wald unter viel, viel Verjüngung einfach dieses GPS-Gerät, nochmal ein älteres Modell, dafür aber mit so einer Antenne, hat da einfach keine Verbindung zu den Satelliten herstellen können. Und ja, das ist heute immer noch so. Also gerade auch diese kleinen Hightech-Dinger, die sind jetzt zwar winzig, aber die haben nicht unbedingt einen besseren Empfang wie die alten Teile mit so einer Antenne. Ja, und dass die kleinen Teile dann wiederum nicht eine riesen Antenne haben, kann man auch wieder verstehen. Es ist schwierig, ja. Und es ist eben nur in manchen Fällen, also es ist besser als nichts auf jeden Fall, und das zusätzlich den Forstleuten mitzugeben, da spricht eigentlich wenig dagegen, außer vielleicht die Kosten, aber Und so ein Einwegkommunikation wie eben so ein Spot-Gerät, das ist Quatsch. Ne? Dafür sind forstliche Umfälle zu komplex und das würde auf keinen Fall wirklich Sinn ergeben. Also dann eher wirklich das Telefon oder ein textbasiertes Gerät, mit dem man Textnachrichten hin und her schicken kann. Wobei das aber auch eben Zeit braucht, bis man auf so einem Teil dann eine vernünftige Textnachricht getippt hat und selbst wenn man die mit dem Handy koppeln kann und über das Handy so eine Nachricht tippen kann. Das Problem ist ja noch das nächste. Die mögliche Rettungstechnik muss idiotensicher sein, damit sie auch in einer Panik-Notsituation funktioniert. Ja, wenn der Kollege gerade gesehen hat, dass dem anderen da ein Bein abgerissen wurde oder ähnliches, dann hat der vielleicht keine so gute Zeit und will dann vielleicht möglicherweise ein Kommunikationsgerät haben, das er auch in wirklich einer absolut Stress-Super-Panik-Ausnahmesituation bedienen kann. Oder gar beide sind verletzt und dann muss ein Verletzter, weil beide verletzt sind, logischerweise, auch so ein Ding bedienen. Und dann ist ein Tipp auf dem Handy, meiner Meinung nach, dass man vorher vielleicht erst noch mit dem Satellitennavigation Kommunikation, verdammt nochmal, Gerät koppeln muss, wirklich
vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Ja? Daher gibt es noch Möglichkeiten, im Grunde Funkgeräte, ganz vereinfacht ausgedrückt, zu verwenden. Das also an irgendeinem Ort, wo man dann halt einen Hilferuf weiterleiten könnte, ein solches Funkgerät hinterlegt ist und durch die starke Verbindung zu dem anderen Funkgerät im tiefen Tal, wo die Forstarbeiten stattfinden, man dann quasi einfach jemanden in einer Zentrale, wo die dann ist, das hängt halt auch von der Situation ab, ob man sich da jeweils so eine Zentrale anbietet oder ob es halt einfach gar keine Möglichkeit gibt, so eine Zentrale zu haben oder ein zusätzlicher Forstwirt immer irgendwo oben auf dem Berg stehen muss mit dem Funkgerät für den Fall, dass was passiert. Das wäre natürlich auch völliger Unsinn, viel zu teuer und nicht praktikabel. Ja. Aber theoretisch wäre die moderne Form eines Funkgerätes durchaus auch eine Möglichkeit, um da aus dem Loch heraus zu kommunizieren. So, und die bisher genannten Methoden, die gehen vielleicht zur Not, aber so richtig toll sind die halt nicht. Und jetzt kommt eben wieder Frau Fuchs ins Spiel, die sich jetzt überlegt hat, man könnte ja auch einen Mobilfunk-Repeater verwenden, sodass man stinknormalen Mobilfunk halt eben auch runter ins tiefste Tal bekommen kann. So, und jetzt kannst du entweder ganz viele verschiedene Repeater von der nächsten Stelle mit Mobilfunk an diverse Bäume nageln, dünk, 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 bis runter ins Tal, dass du dann eben also eine stationäre Verbindung bis runter ins Tal schaffst. Das ist aus Gründen von, ja, da muss erst gebaut werden für eine einzelne Hiebsmaßnahme, dann muss man die Dinger wieder einsammeln, so billig sind sie dann auch wieder nicht, dass man sie im Wald vergessen möchte. Wäre auch aus Umweltschutzgründen nicht so toll, die Dinger im Wald zu vergessen. Und. Ja, also wirklich überhaupt nicht praktikabel. So, und was machen wir da jetzt? Da hat sie zwei Experimente durchgeführt, die Frau Fuchs. Wirklich, finde ich wirklich super spannend. Ist einfach mal was ganz anderes. Und zwar einmal das fliegende Telefon. Also mit der Drohne, die quasi für eine Notsituation mit einem Telefon dran, im konkreten Fall irgendein Samsung irgendwas, Smartphone und ein Tablet, was unten am Boden bleibt, das man also so zusammen in einer Notkiste sozusagen deponieren kann. Auch eine einfache Drohne, die im Grunde dann nur den Befehl bekommt, flieg halt hoch. Und diese Kiste lagert man am besten noch einem Ort, wo man geguckt hat, dass die Drohne im Zweifelsfall auch hochfliegen kann. Dann gäbe es die Möglichkeit in der Notsituation, die Kiste halt an verschiedenen Orten lagern, immer in der Nähe von da, wo gerade gearbeitet wird, dass man schnell an der Kiste ist. Du rennst zur Kiste, machst Kiste auf, schmeißt die Drohne an sozusagen, schickst die Drohne mit dem, halt alles vorher installiert und aufeinander abgestimmt und so weiter und so fort sein, sollte man wahrscheinlich vor Ort auch noch ein paar Mal überprüfen, aber die Drohne saust hoch, nimmt eben das Smartphone mit und kommt dann auf einer Höhe von 70 Meter an und siehe da, da ist auf einmal wieder Empfang. Im Test, wo man das eben ausprobiert hat, hat diese 70 Meter Distanz gerade noch so gereicht, dass das WLAN-Signal des Smartphones mit einem anderen Smartphone bzw. einem Tablet am Boden verbunden werden konnte und damit dann über das jetzt wieder Empfang habende Smartphone, also normalen Netzempfang, Telefon- und Handynetzempfang, dieses per WLAN sozusagen das Signal ans Tablet weitergeleitet werden konnte und unten konnte man dann mittels Tablet entweder per Sprachanruf oder was auch immer, Sprachanruf hat funktioniert, hat man getestet, übers Internet halt sozusagen dann da kommunizieren. Problem, je nachdem, wo die Drohne rumfliegt, ist die aufgrund der Höhenlage und der schwierigen Entscheidung, mit welchem Mast sie denn jetzt nun Handyfunknetzgedöns Kontakt herstellen soll. Ja, je nachdem, gehe ich jetzt zum Funkmast auf dem Berg oder gehe ich jetzt zum Funkmast auf dem Berg und stelle den Kontakt her. Und weil die Signalstärke da schwankt, mal ist der Berg besser, mal ist der Berg besser mit dem jeweiligen Sendemast, kann es passieren, dass das Handy dazwischendurch, während es an der Drohne hängt, halt immer mal wieder den Mast wechselt. Sozusagen. Und damit schwankt insbesondere die Qualität, also es war nie weg, das Signal, aber die Qualität des Signals von Edge, also diesem berühmten E-Netz, mit dem man vielleicht gerade noch so ein bisschen Textkommunikation per Messenger machen kann,
und 4G bzw. LTE-Qualität. Da hat das dauernd hin und her geschwankt und das ist wohl kein Einzelfall. Sie hat sich diesbezüglich auch mit Netzbetreibern unterhalten, die Frau Fuchs, und da kam auch bei rum, dass das wohl ganz normal sei und das häufiger zu erwarten sei. Also ja, funktioniert, ja, man kriegt normalen Handyempfang unten ins Tal, aber eben ja auch nicht absolut zuverlässig und es muss ja nicht zwingend immer funktionieren. Ne? Das ist ja dann auch wieder nicht gegeben, dass es automatisch, sobald du die Drohne 70 Meter hochfliegen lässt, da oben dann Empfang gibt. Ja, das müsste man dann auch vorher nochmal testen. Das heißt, man müsste vor jeder Holzeinschlagsmaßnahme einmal die Drohne hochsausen lassen, damit die guckt, ob denn Empfang gegeben ist, für den Fall, dass man das dann später nochmal braucht. Außerdem muss man die ganzen Drohnengeschichten und so weiter und so fort einrichten, blablub und so weiter und so fort. Ja? Aber wenn man das dann so weit machen würde, wäre das sicherlich denkbar. Gibt es da eine Kostenaufstaffelung? Gibt es nicht. Okay, und jetzt die ganz lustige Variante. Also das fliegende Smartphone ist ja schon außerordentlich fancy, finde ich. Aber es gibt auch noch die ganz witzige Idee mit dem Wetterballon. Also ein Wetterballon. Kostet Wetterballon 249 Euro, Flaschendruckminderer 79 Euro, ein LTE-Router TP irgendwas Gedöns zum Dranschrauben 50 Euro, Polypropylenseil 7 Euro, Reparaturband 8 Euro, Summe 193 Euro. Eine Füllung vom Ballon kostet dann jeweils nochmal 25 Euro mit Ballongas und dann braucht man halt noch eine SIM-Karte, je nach Anbieter. Das ist bei Forstrettungs-Wetterballon-Varianten genauso, dass die SIM-Karte trotzdem das kostet, was sie sonst halt auch kostet und so weiter. Finde ich also einen ganz interessanten Ansatz, zumal pro Wetterballon das nur 193 Euro einmalige Kosten und sonst Kosten pro Füllung von gerade mal 25 Euro kostet, ist das eine sehr, sehr günstige Variante, einen Mobilfunk-Repeater quasi nach oben zu bekommen. Jetzt ist allerdings blöd, weil wir in Deutschland sind, darf ein Wetterballon aus juristischen, und da gibt es auch bestimmt irgendeinen Hintergrund, warum das so ist, aber aus juristischen Gründen nur 40 Meter weit aufsteigen. Ja? Und das ist halt nicht so viel. 70 Meter wäre halt besser, weil so weit reicht halt eben dieser Repeater. Und da kann man jetzt sagen, in zwei Standorten, wo das ausprobiert wurde, also zwei also ordentlich abgelegene Täler, im einen Tal hat es gar nicht geklappt, beim anderen Tal sehr gut. Ja, da war bei 35 Meter und auf 40 Meter hatten sie den Ballon justiert, bereits der Empfang hergestellt. So, das Schöne bei der Wetterballon-Methode ist, das funktioniert nicht so, dass du, sobald deinem Kollegen das Bein abgerissen wurde, gehst du zum Wetterballon und pumpst den munter auf und lässt den dann mal gemütlich aufsteigen und dann hast du Kommunikation, sondern der wird vor Beginn der Hiebsmaßnahme sozusagen nach oben geschickt, hängt da dann halt ein paar Tage rum, solange die Hiebsmaßnahme dauert und während der Hiebsmaßnahme ist die ganze Zeit fröhlich WLAN am Hiebsort sozusagen verfügbar, im besten Fall, ne? Da kann man dann auch nebenbei YouTube-Videos gucken, zum Beispiel meine. aber natürlich nur in der Pause, nicht während der Arbeitszeit. Ja, und finde ich eine sehr, sehr lustige und auch coole Idee und insbesondere auch dieses Preisbeispiel zeigt, das würde tatsächlich kostentechnisch funktionieren. So erster Impuls wäre, was, Wetterballon? Bescheuert, das kann doch kein Mensch bezahlen, beziehungsweise ist doch völlig unpraktikabel. Nö, das geht durchaus. Allerdings, ein handelsüblicher Wetterballon würde nicht funktionieren, der hält den Anforderungen des Waldeinsatzes nicht stand. Man muss also pro Wetterballon noch eine Nylonhülle, eine leichte, damit das eben mit dem Transportgewicht vom Ballon und so weiter und so fort noch einigermaßen funktioniert, basteln und den Ballon dann quasi nochmal in der Nylonhülle einpacken, damit er eben nicht, wenn er durch die Äste nach oben steigt, ein paar Äste trifft man da immer, das ist einfach unvermeidbar. Und wenn es sich dann noch um Fichten handelt, die sind bekanntermaßen stechend, ne? Dann wäre das nicht so schlau, dass einem der Ballon da unterwegs kaputt geht und drum eben nochmal eine leichte Schutzhülle aus eben Nylon im konkreten Beispiel, die dem Ballon dann noch mal ein wenig protecten würde, möchte ich das jetzt mal formulieren. Ja?
Ich hatte jetzt überlegt, inwiefern das nicht vielleicht sogar eine lustige Idee wäre, um dann an irgendwelchen abgelegenen Orten, wo es zum Beispiel Basislager gibt für irgendwelche Wanderunterfangen, auch normalen Handyempfang herzustellen. Andererseits Basislager an abgelegenen Orten, die sind dann schon verdammt abgelegen. Wenn es da wirklich ein Basislager gibt, zum Beispiel Everest Base Camp, nicht, dass das was mit Outdoor zu tun hat, das hat was mit, ich habe genug Geld, dass ich mir es bezahlen lassen kann, dass mein ganzes Zeug da hochgetragen wird, zu tun. Und ja gut, man muss trotzdem fit sein, um da hochzusteigen. Auch wenn dein gesamtes Geraffel hochgetragen wird, musst du trotzdem immer noch fit sein, zugegeben, ja. Aber ja, das ist ja wirklich Mount Everest Besteigung. Es hat ja nichts mit Bergsport zu tun, wie zu Zeiten eines Messners, als der noch sehr aktiv gewesen ist und solche Sachen. Na gut, aber wie auch immer, hatte ich kurz überlegt, kommt aber nicht wirklich in Frage. Zumal es ja kein großes Problem sein sollte, irgendwelche Outdoor-Basecamps oder generell einfach den Lagerplatz für den Fall, dass während des Lagerns was passiert, vielleicht so ein bisschen so zu wählen, dass man eine vernünftige Satellitenkommunikation hätte. Und dann wäre man also beim Wandern nach wie vor mit solchen Garmin-InReach-Dingern oder dem Spot tatsächlich besser bedient. Und nach wie vor wäre das dann die Technik, mit der man mittels Satellitenkommunikation, ha! Diesmal stimmt's, dann vielleicht wirklich besser bedient wäre. Ja? Aber ich fand das einfach mal ein super spannendes Thema, mal was ganz, ganz anderes. Und Sicherheit im Walde halte ich schon für wichtig. Und insbesondere vielleicht kann man eben auch überlegen, wenn zum Beispiel durch solche abgelegenen Täler ein Wanderweg durchgeht, ein viel frequentierter, ob man dann nicht da vielleicht auch mit dieser Wetterballonmethode möglicherweise, dann muss man halt dann alle paar Wochen mal möglicherweise warten, ob das noch funktioniert, auch eine Option hätte, um da dann eben die Rettungsaussichten und den stinknormalen Handyempfang eben auch für normale Wanderer, die gar kein Satellitenkommunikationsgerät dabei haben, sicherzustellen. Also ist es schon ein spannendes Entwicklungsfeld, wie ich finde, solche wetterballonbetriebenen Rettungsmöglichkeiten da mal ein bisschen intensiver drüber nachzudenken. Ja, und das ist es auch, ne? Also an Bebilderung kann ich euch wenig anbieten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ein Wetterballon unten aus einem Tal nach oben schießt, dann ist da halt der Handyempfang tendenziell besser, ne? Das ist, glaube ich, nicht notwendig, da jetzt irgendwelche Skizzen zuzumalen. Ja, ich bedanke mich. Mal wieder was anderes Thema, einfach mal ein anderes Thema, wie gesagt. Und vielleicht ist nicht das aller spannendste, aber ich wollte doch mal ganz gerne drüber geredet haben. Morgen gibt es was anderes und damit bis morgen.